Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und jetzt müssen wir erstmal zur Loge laufen. Sie leben in Haufen von Schrott. Haufen von Schrott? Ja, das stimmt. Wir haben, also die Nora haben sehr viel von diesem Metallschrott. Hier ist eher alles so Stein und Beton und was weiß ich was. Metall. Aber die haben auch viel Metall. Guck mal, hier ist alles Metall hier. Oder ist das Holz? Nee, ist Holz. Aber hier diesen fetten Donnerkiefer haben. Nö, ja. So überfüllt. Aber ich kann jeden verstehen, der hier wohnt. So. Talana. Immer eine Freude. Und die Kleine ist auch da. Sonnenhabicht. Hiermit bürge ich für Aloy von den Nora zur Mitgliedschaft in der Loge. Nein. Sieh sie an. Sie ist nur eine Wilde. So tief kannst du nicht sinken, Talana. Sie hat die Anforderungen erfüllt. Und König Avad hat bestimmt, die Loge für alle zu öffnen. Möchtest du das mit ihm diskutieren? Das Wort des Sonnenkönigs ist Gesetz. Auch wenn es die Loge ruinieren wird. Also gut. Schwörst du, Aloy von den Nora, im Dienste der Jägerloge redlich und edel zu handeln, jetzt und immer da? Ewig klar als du. Mitglieder der Loge, obwohl Takas kaum kalt ist, präsentiere ich euch Aloy von den Nora. Mitglied und Drossel, was sagt ihr da? Auf die Jagd! Für eine Fremde bürgen. Mach du weiter sinnlose Gesten. Ich suche Rotschlund. Ach, du stirbst. Oh, erhalten Zersprenger-Waffenkiste? Nee. Nee. What the fuck? Was zum... Zersprenger. Die Druckluftstöße dieser Nahkampfwaffe lösen Rüstung und Bauteile von Maschinen ab, ohne dass präzises Ziel notwendig ist, und machen sie anfälliger für nachfolgende Angriffe. Kann nicht modifiziert werden. Aha. Was ist das denn für ein Ding? Ich rüste den mal aus. Aha. Okay. Das ist ein guter Tag. Wer ist Rotschlund? Ein Donnerkiefer. Nur wenige haben ihn je gesehen. Es heißt, sein Körper sei von den Narben dutzender Kämpfer gezeichnet. Wie viele er schon vernichtet hat, werden wir nie erfahren. Wenn Mitglieder nicht mehr von der Jagd zurückkehren, geben wir oft Rotschlund ihr Schuld. Für mich ist er mehr als eine Legende. Nur mit Rotschlund ließe sich Assis absetzen. Mein Bürge war kurz davor, aber er hat's nicht geschafft. Tut mir leid. Takas war aus Loyalität zu meiner Familie mein Bürge. Er war die letzte Verbindung zu ihr, außer der Loge selbst. Ich muss Assis absetzen. Jo. Machen du wir. Du bist jetzt Drossel. Du solltest deinen Ruf verbessern. Wie wäre es mit einem Donnerkiefer und Sturmvogel? Ich soll auf Trophäenjagd gehen? Du bist nicht nur Drossel. Du bist meine. Also lass mich gut dastehen. Was ist mit Rotschlund? Ich werde ihn finden. Wenn ich das tue, solltest du da sein. Ja, auf jeden Fall. Tutorial Zersprenger. Entferne Maschinenbaustelle mit dem Zersprenger. Jo. Und fessle große Maschinen. Können wir ja machen. Wir müssen ja eh einen Sturmvogel und Donnervieh besiegen da. Tja. Da. Oh, kehre zu den Händlern zurück. Stimmt. Können wir auch machen. Da werde ich auf jeden Fall Schnellreise machen, weil kein Bock. Kein Bock zu laufen. Oh. Wir müssen auch unbedingt noch das Schnellreisepaket kaufen hier.
Bist du hier ein Händler? Du bist ein Händler. Kurz reinschauen kostet. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die. Moin. Hast du das, was ich haben will? Was war denn das? Nee, Munition? Nee. Fallen und Tränke? Nein. Rohstoffe? Goldenes Schnellreisepaket. Rohstoffe, wir müssen unbedingt was verkaufen. Donnerkieferherzen, ja, nein. Wir haben sehr viel Kühlsaft. Warte, wir gehen mal auf Kaufen, dann sehen wir ja, welche Rohstoffe wir genug haben. Zünder haben wir 1100. Ja, kein Wunder. Zünder und Kühlsaft muss ich verkaufen. Ja, Zünder und Kühlsaft, okay. Ja, hier sind die Zünder. Warte mal. Zum Verkauf. Ich behalte mal 500. Ich glaube, 600 sind es sogar. Ich behalte nur 500. Knochiges Fleisch, keine Ahnung. Verkaufe ich mal. Fettes Fleisch haben wir eh genug. Das verkaufe ich. Die Schnellreisepakete verkaufe ich. Das verkaufe ich. Die Lohn verkaufe ich nicht. Kühlsaft auf jeden Fall. Wir haben auch mal locker. Was, wie viel sind das? 100, 200, 300, 400, 500. Machen wir mal 450, behalten wir. Bearbeitete Metallblock behalte ich mal. Wächterlinsen, ja, keine Ahnung. Graserlinsen, Plünderlinsen. Lanzen, bla bla. Wächterherz. Ja, weiß ich nicht, ob wir. Tierschädel-Talisman, Maschinenkern. Können die Wächterherzen packe ich auch weg. Graserherz, auch weg. Plünderherz kommt auch weg. Wir behalten einen Stack von jedem. Leuchtendes Geflecht, das würde ich behalten auf jeden Fall. Pirscher Linse auch. Maschinenkerne weg und verkaufen. Jetzt haben wir auf einmal 5600. Okay, dann kaufen wir uns das. So, goldenes Schnellreisepaket. So, jetzt können wir unendlich reisen. Hier. Da. Goldenes Dings haben wir. Unendlich schnell reisen. Ja, wir können jetzt überall einfach hinreisen. Das ist halt super geil. Ich kaufe viel lieber bei Karcher. So, jetzt gehen wir zu den. Hühner, bringt uns euer Metall. Sieh dich doch mal um. Hier, ich habe eine Schnappmaulinse. Hervorragend. Hier die Bezahlung. Eine Schönheit. Bitte? Das Wort benutzt du nur, wenn du eine abschleppen willst. Deine Kunstobjekte bringen kein Geld. Ich sag dir warum. Künstler sind grundsätzlich arm. Wir können die Schnappmaulinse ebenso gut an die Wand nageln. Die werden da oben doch schon überall verhökert. Angebot und Nachfrage waren doch schon immer nichts als Fremdwörter für dich. Wir machen einen Deal. Das Letzte, was ich heute brauche, sind noch mehr von deinen Deals. Also. Ja, endlich diese Mission abgeschlossen. Da ist noch, da ist noch ein Dorf. Wenn du bei der Schnappmaullinse nachgehst, musst du nicht zugeben, dass du falsch lagst. Stahlseele zeigen, wie man säuft. Manchmal wünschte ich mir, bessere Waren findest du nirgendwo. Ich gehe mal ganz kurz zu diesem Dorf hier, weil wir es noch nicht entdeckt haben. Königliche Maislande, so heißt das. Aha. Ja, da ist noch ein Missionchen, da sollten wir jetzt auch hingehen. Meridian. Voll mürrisch, der Typ. Kauf einfach das, was du brauchst. Ach echt? Das ist ja ein toller Typ. Sondern lebensnotwendige Dinge verlangt wird. Aber manche trifft das vielleicht zu. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Ja, okay, das ist ja easy. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubte es nicht. Erzähl mehr über das Anwesen.
Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ja. Habe ich schon Bekanntschaft mit gemacht. So muss ich hin. Ja, ich will die verfolgen. Verhängnisvolles Erbe. Ja, begib dich zum Königsschrein. Ach, das wollten wir auch noch machen. Sollten wir auch sofort... Ach, da ist das. Ja, okay. Aber ich reise noch erstmal nach da. Dann machen wir die Mission nämlich auch noch zuerst. Was war das mit diesem Priester, der diese Robe da trägt und ja, bla bla. In einer Seite auf der Karte Läufer. Ja, wow. Nora Beschützerin. Outfit schützt gegen Nahkampfangriffe. Ach so. Wir haben echt aber viele Nebenquests gemacht. Ich glaube, die nächste Aufnahmesession werde ich mal Fokus auf Hauptquest legen wieder. Weil wir haben jetzt echt viele Nebenquests gemacht. Aber es muss halt sein auch, ne? Wir werden halt Level 38. Das kommt nicht von ungefähr, ne? Also. Scheiße. Jetzt glaube ich hier nach Meridian wieder rein. So sinnlos, weil ich hier einfach am Labern bin. Aber ich muss ja eigentlich nach da unten. Das wird dir gefallen. Eine tolle Stadt. Und ich bin gespannt auf diesen Zersprenger. Das sieht interessant an. Aber ja, hier ist jetzt erstmal die Mission. Das muss der Königsschrein sein, von dem Roman gesprochen hat. Das ist ein Denkmal. Genau. Ein privater Schrein. So. Hä? Ach du, ich muss mit dir reden? Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände am Stein und am Metall, das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Lass mich durch. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Ich dachte, Awards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Vielleicht sollte ich dich entehren. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Awad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Das Einzige, was die Sonne braucht, ist dein Kopf. Du nennst den Tempel korrupt. Aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester. Aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Ja, so wie du. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Ja, klar. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk.
Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Du bist der Einzige, doch der im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ja, was absolut dumm ist. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Ich enthaupte dich gleich. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Habe ich keinen Bock gehabt, den auf liebevolle Weise darauf hinzuweisen. Lieber mit ultimativer Taktik handeln. Mit Intelligenz. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich zu Hause auf meinen Amboss eingedroschen. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass es mir nicht ich vermisse würde. Hauptquell. Dichter Kohlenrauch aus einem Dutzend Schmieden. Pinkelt er dagegen? Okay, dann verstehe ich das, was der sagt. Nee, der pinkelt nicht. Ja, untersucht die Statue. Aber weißt du, das Ding hat keinen Kopf mehr. Aber trotzdem, hä? Dieser Typ ist einfach... Rede mit dem Osram-Pilger. Ach so, ich muss noch mit ihm reden. Das weiß ich doch nicht. Ich habe den ganzen Tag geschuftet. Außerdem ist das nicht sein Ort, sondern... Ja. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Das glaube ich nicht. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Schön, dich zu sehen. Übrigens, sein Name ist lustig. Brageld. Nicht Bargeld. Ja. So, und jetzt müssen wir zum traurigen Namam zurückkehren. Nee, warte mal, abbrechen. Erstmal da und dann so. Dann haben wir die Mission nämlich auch abgeschlossen. Ja, die Maschinen hier, Dingsbums, ich glaube, ich werde die offscreen farmen. Also den Donnerkief und den Sturmvogel. Ich glaube, ich werde das kurz bevor ich die nächste Aufnahmesession starten werde, werde ich das machen. Also, weil ich denke, wenn wir gerade den zweiten Kampf gelegt haben, kommen wir direkt zu dem hier, dem Donnerschlund, Rotschlund, was auch immer. Deswegen, ich habe da irgendwie sowas im Kopf, dass das direkt danach kommt. Zum Henker muss ich hin. Da. Ja. Deswegen werde ich das kurz bevor die nächste Aufnahmesession startet machen. Also, weil wir das in dieser Folge nicht mehr schaffen werden. Und es sind halt Kämpfe, die wir schon gesehen haben. Deswegen, ja. Ey, Mann. Diese scheiß Navigation, ne? Die kann mich mal. Oh. Zeigt mir immer überall verschiedene Dinge. Ja, geh weg. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. So, da. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten.
für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Oh ja, das stimmt. Singen die gerade Kaja? Oh. Einmal in die Luftabwehr geschossen. Lol. Hier, eine Feuerbombe für euch. Wow, ihr seid echt krass. Können die einfach in dem Feuer stehen. Ah ja. Macht Spaß. Okay, wir haben so viel hier einfach nur. So, da sind noch überall verschiedene Dinge. Was war hier? Ach ja, Ramam. Ja, was ist leichter? Das Lagerfeuer, ne? Oder das? Ich nehme mal das. Du kannst die Aufgabe erstellen Funktion nutzen, um bestimmte Dollar. Wo muss ich hin? Nach da. Okay, wo muss ich genau hin? Da ist auch wieder dieser Turm. Das Bild sieht gerade voll cool aus. Ey Leute, du solltest im Bild bleiben. Das war ein schönes Bild eigentlich. Oh, hier war ein Fluss. Den haben die aber selbst gelegt, diesen Fluss hier. Nice. So. Irgendwo da hinten ist... Habt ihr das auch gehört? Dieses Trampeln? Was ist das denn Anwesen hier? Ach du Scheiße. Ich guck mal gerade... Nee, das ist für den Turm. Aber wir müssen tatsächlich da durch. Okay. Alter, wir sind so nah am Turm. Oh, und jetzt regnet es. Naja. Okay, hier liegen Feuerschalen am Boden. Da ist ein Toter. Das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein. Scheiße, ist das riesig. Ach, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Dead Boys gefunden. Bist du? Stein. Ach so, hier ist noch ein Dead Boy. Oh. Ach, da ist dieser... Oh. Weißt du, was auch lustig wäre? Eine Überbrückung. Ist egal. Wir sollten Eis oder Schock. Oh Gott. Alter, das sind wieder diese ultimativen, ne? Der hat ja gar keine Schock. Der kriegt ja überhaupt gar nichts mit Schock. Dann einfrieren.
So. Eingefroren ist schon mal sehr gut. Hä? Der ist eingefroren! Und nicht... Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe den extra eingefroren, damit der nichts mehr machen kann. Und was macht der? Er springt einfach rum, als wenn nichts passiert wäre. Also er sollte sich zumindest langsam bewegen, aber der konnte sich perfekt bewegen. Was mega schmu einfach nur ist. Hört mich jemand? Ja, was ist denn? Ach. Oh, danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Tja. Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Ist er tot? Ist er hier drin? Wo ist dein Vater? Mais? Ist Mais dein Vater? Okay. Ach, der. Ja. Hatte Pech gehabt. Aber ich höre noch hier irgendwo ein Klopfen. Da wahrscheinlich. Hier liegt noch irgendjemand. Ich höre die ganze Zeit so ein Klopfen. Da ist eine Bombe. Komm ich da rein? Und jetzt explodiert alles, oder? Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Konnte keiner. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. Aha. Kehre zu Daradi zurück. Was schießt du denn da? Du sollst drin bleiben. Ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Du blöder Sack. Liege, Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Ja, das ist das erste Mal, dass Grauhabichte gut sind. Dann. Ja, verrecke, du Mistsau. Wegen Geld, Alter, das ist einfach die schwachsinnigste Ausrede für alles. Einfach nur Loser. Maximaler Loser. Nichts auf die Reihe bekommt der. Weil er sein Leben verkackt hat. Müssen andere dafür leiden. Was für ein absoluter Loser. Ist genauso wie irgendwie Gift zu verwenden oder so.
Gift in irgendwelchen Spielen gegen andere einzusetzen oder irgendwie wenn du einen Kampf hast, eins gegen eins und der andere läuft permanent einfach nur weg. Das ist genauso. Absolute Loser einfach nur. Das verdient einfach nicht mal begraben zu werden. Du sollst einfach von Donnerkiefer zertrampelt werden. Oder von so einem hier, wie heißen die? Hier dieser fette Grabwurm, den wir da besiegt haben. Der soll einfach zerschlitzt werden da. Aber ganz langsam. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Tja, danke. Ciao. Mit deinem riesigen Anwesen hier. Alter, was für ein Mistsau, ey. Dieser Typ verdient einfach gar nichts. So. Da die Hölle noch nicht heiß genug ist, burn! Misttyp. So, Schlag von unten. Gönne ich mir. Ich weiß, ich wollte eigentlich Konzentration noch machen, aber ich habe keinen Bock auf den Schwerlastträger, deswegen Schlag von unten und Anführerschlag ist das nächste, was ich haben will. Und danach geht die Konzentration auf jeden Fall. So, damit ist diese Quest auch beendet. Jo. Wir haben ziemlich gut abgerockt. Erlange die Sturmvogeltrophäe. Ja, irgendwann. Und das ist das wahrscheinlich, was wir dann als nächstes machen. Also werde ich dann einen Donnerkiefer besiegen und dann den Sturmvogel und beim Sturmvogelfight oder beim Donner... Ich werde eins von den beiden besiegen und den zweiten Kampf mal, wenn der dann, keine Ahnung, kurz vorm Tod ist, mache ich dann, starte ich dann die Aufnahme, damit wir mit der Rotschlund-Quest weitermachen können. Weil ich möchte den schon gerne so langsam mal platt machen. Das wäre nice. Und dann auf jeden Fall möchte ich die Errand-Quest machen. Die will ich auf jeden Fall machen. Die Reichenbaum, ja, okay, das kann man auch noch machen. Aber auf jeden Fall die beiden Hauptquests hier machen, weil das möchte ich gerne machen. So, Nebenquests, wir haben noch ein paar über, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Genau wie tödliche Beute, bla. Das können wir irgendwann mal machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und tschüss.